die deutschen Interessen durchzusetzen? Es geht ja um europäische Interessen aus meiner Sicht. Olaf, ich hab's vergessen, Scholz hat es wirklich gesagt. Auf Nachfrage nach den deutschen Interessen, die er in Brüssel vertreten soll, hat er wirklich gesagt. Es geht ja um europäische Interessen aus meiner Sicht. Es geht um europäische Interessen. Er hat die deutschen Interessen quasi völlig über Bord gekübelt und als der Saal keinen Beifall gespendet hat, hat er danach noch zwei Schachtelsätze angehängt, damit dann die Aussage nicht so für sich alleine stand. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Olaf Scholz hat nicht nur das Sommerinterview gegeben, was eigentlich ein Skandal für sich ist. Die ARD hat keine Frage zur Migration gestellt. Allerdings war er auch auf dem BDI-Tag, also auf dem Tag der Industrie. Dort hat auch Herr Russwurm gesprochen und Herr Olaf Scholz hat zu allen Fragen unserer Zeit auch Antworten gegeben. Und er hat eben auch ganz am Ende bei der Fragerunde, die wirklich nur 7 Minuten waren, dann hier eine Frage beantwortet, wo explizit nach deutschen Interessen gefragt wurde und er hat es völlig ignoriert. Aber wir gehen der Reihe nach durch. Olaf Scholz auf dem BDI-Tag mit seinen katastrophalen Aussagen. Wachstum kann uns davor schützen, dass es immer nur um die Verteilung des gleichen Kuchens geht. Damit hat er vollkommen recht. Wenn die Wirtschaft wächst, geht es nicht mehr nur darum, das gleiche Stück Kuchen zu verteilen, sondern es gibt ein größeres Stück Kuchen zu verteilen. Wie er das hier aber allerdings betont hat und verkaufen möchte, es hört sich an wie eben Sozialisten-Olaf. Aber er hat noch ganz andere Dinger vom Stapel gelassen. In ihr werden wir in Deutschland für eine unternehmensfreundliche Gesetzgebung nutzen. Habt ihr gesehen, wie das ganze Publikum nicht reagiert hat? Und dann macht er noch so dreist das Ohr in Richtung Publikum, um seinen Applaus zu provozieren. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Aufpassen. Den hier werden wir in Deutschland für eine unternehmensfreundliche Gesetzgebung nutzen. Habt ihr das gehört? So eine Clowns-Veranstaltung macht unser Bundeskanzler vor der Industrie. Es ist quasi der Totentanz auf der Titanic, wenn ihr so wollt. Also, dass sie ihn nicht von der Bühne geworfen haben mit sowas. Also, wie dieser Mann sich in seiner Arroganz und in seiner Überheblichkeit so lächerlich macht über die anderen. Wäre kein Problem, würde die Wirtschaft laufen, würde alles funktionieren, hätten wir innere Sicherheit. Aber Olaf Scholz erodiert das Land und er hat gelernt von der Besten. Wirklich von der Besten. Es gibt ja auch ein Foto seiner Erkrankung. Ja, Olaf Scholz ist in meinen Augen krank. Seht, wie er hier auf seinem Finger rumnagt, als wäre es ein Knochen. Das hat schon Angela Merkel gemacht. Aber das nur am Rande. Es geht hier noch weiter mit unserem Olaf, mit Super Olaf. Planen wir, dass die Konsulate Deutschlands ab dem Beginn des nächsten Jahres, ab Beginn 25 alle digitalisiert sein werden. Und das wäre natürlich ein großer Fortschritt, wenn uns dieses Ziel auch dann tatsächlich gelingt. Also, sorry Leute, habt ihr mal gesehen, wie er grinst? Also, der Inhalt der Aussage ist ja schon skandalös genug. Man will die deutschen Konsulate, also die Vertretungen der Bundesrepublik im Ausland, digitalisieren. Ja, bis 2025, es müsste ja schon längst fertig sein, in meinen Augen. Aber er sagt dann hier nochmal, dass es schön wäre, wenn es uns gelänge. Dieser Mann zieht alles ins Lächerliche und meint ernsthaft, er macht noch ein Jahr Kanzler. Ich bin gespannt, wann hier endlich die FDP vom Tisch aufsteht und sagt, ihr könnt uns alle mal, ob ich jetzt arbeitslos werde oder in einem Jahr, spielt keine Rolle. Berufliche Perspektive habe ich mit Olaf keine. Ich könnte hier jeden verstehen, der sauer ist und der vor allem keinen Bock mehr hat auf dieses arrogante, rechthaberische, besserwisserische. Er hat auch die Frage gestellt bekommen, ob er es für möglich hält, dass man einen Haushalt aufstellt. Und da sagt er ganz schnippisch, ja, so wie er beim Wahlabend gesagt hat, er möchte das Wahlergebnis wie folgt kommentieren, nö. Oh, jagt ihn zum Teufel. Und Olaf, ich glaube, ich komme dich mal besuchen in der Waschmaschine in Berlin-Mitte, so nennen wir hier das Kanzleramt. Vielleicht lässt du mich hier rein und dann könnten wir uns mal unterhalten. Und
Man kann nicht mehr viel schlechter machen, aber man könnte vieles besser machen. Er hat hier aber noch ein paar Sätze zu sagen. Hören wir noch mal zu. Die Bundesregierung ist angetreten, um diesen untragbaren Zustand der Selbstlehnung zu überwinden. Guter Witz, Olaf, guter Witz. Mal zu, Leute, das ist so gut. Die Bundesregierung ist angetreten, um diesen untragbaren Zustand der Selbstlähmung zu überwinden. Den untragbaren Zustand der Selbstlähmung will die Ampel überwinden, dafür ist sie angetreten. Ich glaube, er redet von einer Verkehrsampel hier in Berlin. Er kann ja nicht die Regierungsampel meinen. Ah, wenigstens kann man manchmal noch lachen darüber. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Die Bundesregierung ist angetreten, um diesen untragbaren Zustand der Selbstlehnung zu überwinden. Ah, nicht so gut funktioniert anscheinend, Olaf. Ist einfach, also was die sich erlauben inzwischen. Aber gut, das ist der Elfenbeinturm der Politik. Hier heißt das Zauberwort überragendes öffentliches Interesse. Es gibt überragendes öffentliches Interesse bei Olaf Scholz. Oh, hat er von Abschiebungen gesprochen? Nein, hat er nicht, hat er nicht. Es geht um Stromkabel zu verlegen, es geht um Stromtrassenbau. Und das ist im überragenden öffentlichen Interesse, hat er auch vollkommen recht. Es geht hier um gewisse Planungsbeschleunigungen, es geht um verkürzte Genehmigungsverfahren, weggestrichene Berichtspflichten und er wollte sich hier schöner verkaufen, als er am Ende ist. Das Spannende ist jetzt aber, hier kommt jetzt nochmal die Frage, ich zeige euch den Ausschnitt auch bewusst länger, damit es nicht wieder heißt, aus dem Kontext gerissen. Er wird hier gefragt, ob er bei Verhandlungen auf der Ebene der Europäischen Union auch deutsche Interessen vertreten kann. EU-Ebene, uns die deutschen Interessen durchzusetzen? Es geht ja um europäische Interessen aus meiner Sicht, denn Deutschlands Volkswirtschaft ist so sehr mit Europa und der Welt verknüpft, dass es irgendwie viel zu klein gedacht wäre, wenn man unsere Volkswirtschaft betrachtet, zu sagen, es gäbe da überhaupt einen substanziellen Gegensatz. Unsere Unternehmen sind ja auch in Europa überall aktiv. Und danach gab es großen, großen Beifall im Saal. Die Industriebosse, sie sind auch alle wahnsinnig geworden im Kopf. Aber gut, sie haben sich eine IG Metall-Chefin an die Spitze gewählt, die eine 32-Stunden-Woche für Männer möchte, damit die Frauen nicht diskriminiert werden. Leute, lauter so ein Schwachsinn. Aber gut, Olaf Scholz meint ja auch, er ist hier angetreten, um die Selbstlähmung zu verhindern. Jetzt sagt er offen und ehrlich, es gibt für ihn keine deutschen Interessen, es gibt europäische. Und da muss man mal sagen, das ist sowas von Sätzen 6 Politik verfehlt. Es gibt immer und zuallererst urdeutsche Interessen. Und dann kommen europäische Interessen. Aber das hier deckungsgleich zum... Nein, überhaupt nicht. Also urdeutsches Interesse ist es, dass unser Beitrag zum EU-Haushalt sinkt. Denn jede Ausgabe, die wir kürzen oder sparen können, heißt am Ende mehr vom Kuchen für Olaf. Die Franzosen haben auch das Interesse, ihren eigenen Beitrag zu senken. Allerdings wollen sie mehr Förderung erhalten. Uns ist das Jacke wie Hose. Wir könnten auch den Beitrag nach Brüssel streichen und dafür auf alle Subventionen verzichten und dann regeln wir das wieder in Deutschland. Aber als Hopfen und Malz verloren, ja? Stellt sich der Kanzler hin und sagt dann nach den deutschen Interessen gefragt. Uns die deutschen Interessen durchzusetzen? Es geht ja um europäische Interessen aus meiner Sicht. Ja, aus seiner Sicht. Und da ist seine Sicht ziemlich falsch, würde ich sagen. Wie kann man das nur, also wenn man explizit nach deutschen Interessen gefragt wird, dann wird das einfach geleugnet und verneint, ja. Aber genau das ist der Bundeskanzler für die Bundesrepublik Deutschland. Das ist Olaf Scholz. Das ist Deutschland 2024. Das Beste, was wir je hatten, aber geliefert wie bestellt. Der Wähler hat es so gewollt. Jetzt sind sich alle danach einig, dass sie es doch nicht mehr so wollen. Da sage ich immer, Leute, denkt vorher über die Konsequenzen eurer Entscheidungen nach. Denkt ganz genau darüber nach, was es heißt, wenn ihr Schwarz-Grün ermöglicht in Zukunft. Aber das mit dem Denken beinhaltet mehr als Luft zwischen den Ohren und das ist nicht bei jedem der Fall. Abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, drück auch mal die Glocke hoch, kommentiere hier das Video für Olaf, abonniere auch meinen Telegram-Kanal, denn manchmal möchte YouTube dich nicht über meine Videos informieren und ab und zu gibt es auch Szenen, die sende ich nur in Telegram, weil YouTube sonst die Videos sperrt, zensiert, löscht, demonetarisiert oder mit Altersfreigabe belegt, könnt ihr euch was raussuchen, habe ich jede Woche inzwischen. Damit sage ich ciao, bis bald, ich bin gespannt auf deine Meinung.